Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei der großen Kampagne mit Pergamon und ich... Was ein Abschluss. Pergamon! Wir sind bei Pergamon! Armenien! Ihr fühlt euch jetzt mehr zu mir hingezogen. Warum? Weil ich den Krieg habe mit den Königsgeiten? Skythen. Moment. Seid gegrüßt, mein Freund. Wir wollen unsere Zeit weise nutzen und zu einem... Aber trotzdem wollt ihr kein Handelsabkommen. Was soll ich da dann noch machen? Aber vor allem, die sind doch am Arsch der Welt, die Typen hier, oder? Die haben sich auch erstmal mit allen angelegt, außer mit den Kimmerern. Die mich aber auch nicht mögen. Also ist auch kurz davor, dass die das auch eskaliert. Vor allem, es sind solche Fraktionen, die ich nicht brauche. Ich muss da in die Richtung nichts ausbauen. Ich brauche das nicht. Und trotzdem muss ich die an einen nehmen. Euch dienlich sein. Weil da hinten in der Ecke hocken. So, wen haben wir denn hier? Wir haben eine Armee von Thylis. Hier vorne auch, aber wenn ich schon vergifte, dann gehen wir hier hin. Ich werde mich darum kümmern. Weil größere Armee mehr Chance, mehr Schaden anzurichten. Na komm. Ist nicht alles verloren. Na, dafür die Neugruppierung aufgehalten. Ich glaube, mein zweiter Schurke war ja inzwischen platt. Unsere... Genau. Unsere Adeligen sind ja im Moment in Asamusata, um die Kultur hier zu drücken in eine andere Richtung. Und hier haben wir ja auch noch unsere Vorsicht, andere Frack. Vorsicht, andere Frack? Ach so, Vorsicht, andere Fraktion. Die Nachricht an mich selbst. Ich erinnere mich wieder düster. Mein Verstand und meine dann haben wir Otannenbaum hier vorne noch. Die bleiben ja erstmal hier drin. Wir wandern ja erstmal alles um. Und wir haben mit unserer Armee hier schon mal den Angriff gemacht auf Pulpodeva. Und ich würde sagen, damit starten wir auch. Bevor ich jetzt hier rundenlang belagere. Ich verstehe auch nicht, warum meine Stärke hier so schlecht eingestuft wird. Wahrscheinlich, weil ich kein Belagerungsgerät dabei habe. Ich muss ja die Mauern stürmen. Obwohl, der hat auch nur Speerkrieger und hat nur zwei keltische Plänkler. Das sollte doch hinhauen. Dum-d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 um. Teile und herrsche. Griechisches Sprichwort. Ist irgendwie klar, dass aus Griechenland kommen mit den ganzen Stadtstaaten. Die waren ja eh ziemlich geteilt. Alle geteilte Meinung. Jetzt überlege ich gerade, ob ich die Hopliten oder die galatischen Schwertkämpfer auf die Mauer schicke. Regen. Genau, wir greifen bei bestem Wetter an. Weil es ist im Moment verbunden. Ja, der hat auch die galatischen Schwertkämpfer dran gemacht. So hätte ich das auch gemacht. Jetzt muss ich mal kurz gucken. In der Übersicht. Okay, und dann haben wir zwei Türme. An dem Tor. Ja, ist die Lage zwar nett mit den... Weil hier keine Türme sind, nur die Tortürme. Aber was bringt mir das, wenn ich da nicht rankomme? Wie wäre es, wenn ich von hier komme? Also ich werde da nicht alle Leitern dran setzen können. Aber ein bisschen. Könnt ihr auch von hier drüben kommen? Nicht, dass ich ein Problem kriege durch die Wälder und dann gar nichts passiert. Nun staunen die sich vielleicht nicht so davor. Speerträger. So, Speerträger dahin. Dann haben wir noch unseren General. Und jetzt müssten wir... Was haben wir hier noch stehen? Ach so, die drei Pikentruppen. Die setze ich auch erstmal hier hinten hin. Ja, da passt nämlich nur ein einziger an die Mauer. Die
jenseits dieser Mauern erwarten uns Ehre. Ah nee, da passt auf der anderen Seite noch ein anderer. Erwarten uns reiche Beute. Und Wein und Weiber. Seid ihr dafür bereit? Und Weiber. Geschosse warten auf Ziele. Die Kampfgruppe ist bereit und erwartet Befehle. Zu Befehl. Oh, muss ich aufpassen, wenn ich die zu weit vorziehe, dann behindert die den Weg von meinem Belagerungsgerät, von den Leitern. Vor allem kann ich von denen hier die E abziehen. Setzen wir den mal da vorne dran. Ihr seid auch nicht mehr an dem dran. Dann geht mal bitte bis dahin. Hopliten, vorwärts. Na, weg, 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 weg. Dahin. Danke. General, auch nochmal ein bisschen vorziehen. Die Piken werde ich erst in der Stadt richtig vernünftig ausspielen können. Meine Kaff wird halt, ja, dafür muss ich erstmal auf die Mauer kommen. Sie werden für uns bluten! Speerträger! So, ich warte jetzt, bis meine Belagerungsmaschinen in der Nähe sind von dem Beschuss der Türme. Weil ab da kann ich dann auch mal meine Fernkämpfer ein bisschen näher ranziehen. Damit die Ärger machen. Weil die Türme würden wahrscheinlich, ich schätze jetzt mal drauf, dass meine galaktischen Schwerter zum Beispiel fokussieren. Und nicht mehr meine Speerträger. Na komm. Genau, stellt euch mal bis dahin. Dann haben wir hier die zwei jetzt auch stehen. Die versuchen die auch noch zu entzünden. Das ist ganz schlecht. Ganz entspannt. Komm ran da. Feuert dich doch beim Regen angreifen sollen. Werdet ihr auch feuern oder seid ihr noch zu weit weg? Ah, sehr gut. Sie feuern schon. Hab keine Angst. So. Die anderen galaktischen Schwerter können auch langsam hier durch. Hopliten in zweite Reihe hinten. Piken und General bitte noch außerhalb der Angriffsreihen vom Gegner. Genauso wie meine Kavallerie. Die kann zwar hier vorne hin, man soll es aber nicht übertreiben gerade. So, die anderen galaktischen Schwertkämpfer können schon mal in Position gehen. Die müssen als nächster hoch auf den Hügel. Geht nochmal ein kleines Stück näher ran. So, und drauf da. Unsere Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Hopliten vorwärts, ihr seid die Nächsten, die da auf den Wall müssen. Vor allem, warum geht's nicht über den Weg, ne? Jetzt stopfen die sich alle da rechts lang, boah, wie ich die... Oh, die KI hasse manchmal. Vom Movement. Ja, jetzt wanken die nämlich auf der rechten Seite, weil ich hier natürlich keine mehr habe. Weil die alle meinen, über die Leiter links zu gehen. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ja, ich weiß, die galaktischen Schwertkämpfer, die da waren auf der Seite. Komm, alle hoch da. Oh, wir haben alle Fernkampf. Alle Speere schon verschwendet. Genau, greift das Tor mal an. Angreifen!
Dann könnt ihr hier hoch. Weil ich brauche das Tor. Also entweder erobern wir das Tor oder wir zerstören es. Mir ist beides recht. Ja, komm, rauf mit euch, Leute. Nehmt den scheiß Wall ein. Sieht ja gar nicht mal verkehrt aus gerade. So, bitte nicht mehr angreifen, meine Freunde. Wir können natürlich vorne hinstellen. Aber seid mal ganz entspannt. General mal vorne an die Ecke, der wird schon nicht abgeschossen werden. Feuert er nicht mehr auf das Tor? Bitte Formationsangriff abbrechen. Das bringt bei der Position ja nichts. Ist jetzt alles schon unsere hier unten? Ja, da drückt der Feind nicht mehr an der Stelle. Genauso wollte ich das haben. Jetzt stehe ich im Punkt drin und kann schon mal das Tor einnehmen. Hopliten bitte nur davor stellen. Aber das Tor nicht mehr angreifen. Das Tor ist gleich unser. Komm, drückt. Zeigt, was ein Grieche ist. So, damit die sich nicht zu langweilen, zu sehr langweilen hier in ihrer eigenen Basis. So, rüber mit euch. Dass mich hier unten, die werden eh hier die Position halten gegen die Speerkrieger. Das bedeutet effizienter, wenn wir jetzt hier denen in den Rücken fallen. Seht, dann ist die Moral direkt im Eimer. Die keltischen Krieger an der Seite sind auch schon am, wie soll man sagen, Ohren schlackern. Genau, drückt die mal tot. Und auch wenn die Speerkrieger hier noch standhaft sind, gleich ist Feierabend damit. So, schon mal die Kavallerie auf 2 setzen und die Piken auf 3. Mein General kommt mal auf die 5. Ach, da ist die Moral schon gebrochen, da muss ich jetzt keinen motivieren. Und die hier geben auch schon auf. So, alle auf die keltischen Krieger hier noch. Zu wem auch immer die gehören. Sie stehen hier einfach rum. Ich glaube, sie haben auch keine eigene Fahne. Motiviert die mal. Stopp, 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 stopp. Nein, 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 nein. Übrigens, ihr kriegt da hinten Besuch. Leider. Und es sind leider keltische Stammeskrieger. Dann versucht noch das Beste rauszuholen. Weil jetzt stören die natürlich gerade ziemlich beim Erobern des Tors. Aber ganz entspannt, sobald wir hier so stehen, können wir auch locker flockig gegen die laufen. Und ran da. Sehr schön. Da haben wir deren Moral auch schon gebrochen.
Natürlich habe ich jetzt ganz schön galaktische Schwerter fallen lassen, aber irgendjemand muss als erstes auf den Wall. Und wenn schon, denn schon, dann die. Das war's mit den Stammeskriegern. So. Ihr auf 4. Meine galaktischen Stammeskrieger, ihr bleibt bitte zurück. Ich werde jetzt nicht unnötig irgendwelche Truppen verlieren. 5 ist meine sechs wird meine Ausmusterungstruppe. So, alles klar. Dann schickt mal unsere Pseudo-Geheimwaffe vor. Obwohl, der wird auch noch relativ viel Verteidigung haben, ne? Beziehungsweise Fernkampfeinheiten. Aber unser General darf auch. Unsere Kraft ziehe ich gleich als letztes rein. Der Proof, sehr bedacht, bitte aus dem Hoplitenwall wieder raus, damit ihr ein bisschen Tempo kriegt. So, zweite Reihe. Und ihr vor. Ich spüre etwas Ungewisses kommt aus der Ferne. Ah, da war es. Entschuldigung. Ich versuche mir immer zu bessern beim Niesen während Let's Plays, aber ich weiß nicht, wohin mit mir dann. Ich niese wenigstens nicht ins Mikrofon rein. Der Schock wird sich also in Grenzen gehalten haben. Und ja, ich nehme nur die Speerträger mit, die noch Munition haben. Steht keiner auf dem Punkt? Doch, da stehen die. Die thrakischen Krieger. Vorsicht, langsam, langsam, langsam. Runter mit den Lanzen. Sehr schön. Genau, jetzt Einzelschritt. Sehr gut, ich komme aber hier auch außen rum. Weg da. Genau, versuch mal die Thrakischen ein bisschen zu ärgern. Der General gibt mal eben noch den Boost und die Kaff versuchen wir auch hier außen rumzuziehen. Ich denke mal, die Piken werden hier den Block noch länger aushalten. Sieht doch ganz gut aus im Moment. So, Kaff, zieh dran vorbei. Lauft! Lauft wie Fury! Als wenn Fury von Lassie gehört hat, dass die Scheune brennt. Oh, es sind Eidgeschworene da in der Ecke noch. Dann machen wir es nochmal ganz anders. Dann werden wir die Kaff nämlich hier lang ziehen. Und die Obliten schicken wir hier hoch. Ach, da haben sie schon keinen Bock mehr gegen mich zu ziehen. Bürgerkavallerie!
Ich will halt nicht genau in die keltischen Stammeskrieger reinrennen. Die machen mich die machen aus mir Asche. Oh, ich muss auch mal wieder aktivieren, dass die feuern dürfen. Entschuldigung. Großer Fehler von mir. Sehr gut, die gehen alle an den Eidgeschworenen erstmal vorbei. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunst. Sehr gut. Wir töten aber gerade auch die letzten. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schatten. Na, die wurden von den Eidgeschworenen hier unten auseinandergenommen. Na, da hat man auch nichts anderes erwartet wieder. Versucht mal einfach so querbeet zu kommen. So. Bitte nicht rennen. Könnt ihr da unten die nicht angreifen? So wie ich euch das auch gesagt habe. Gab mal 5 getötet mit den Speeren. Ich hau da die ganze Zeit rein. Oh, die werden hier hinten vom Turm angegriffen. So, das ist gut. Dann schicken wir den einen da hoch. Komm, lauft. Jetzt sind sie noch standhaft, aber gleich fallen sie weg. Jetzt kommen nämlich die langen Speere daran. Und ich komme auch von oben. Außer mein General ist sicher. Aber deren Moral ist wieder so heftig, ne? Aber es hat gerade noch geklappt mit den Lanzen. So, dann versuchen wir deren Moral zu kippen. Irgendeine Truppe von uns, die gerade ein bisschen schwächelt, sieht nicht so aus. Da wanken sie schon. Sehr schön. Knapper Sieg wird geschrieben. Ich sag, der Sieg ist so gekommen, wie er sollte. Außer, dass ich meine Speerwerfer nicht gut einsetzen konnte. Da hätte ich mir das auch sparen können, die Mauer unter Beschuss zu nehmen. Aber insgesamt Truppen mit mehr als 100 und nur ein galatischen also einmal galatische Schwerter verloren, finde ich jetzt nicht so schlecht. Entschuldigung. Autorität, weniger Korruption, Hingabe, mehr und plus 2 Nahkampfangriff für alle Einheiten. Da haben wir noch 2000 übrig fürs Umwandeln, dann werden wir hier mal das öffentliche Forum machen. Können wir hier irgendwelche Truppen rekrutieren? Nur Söldner. Ich denke mal, der wird bis... Also nächste Runde wird er noch nicht vor unseren Toren stehen. 900 haben wir noch, das wird auch nicht mehr reichen für... Moment, wir haben einen weiteren Spion, aber wo steht der denn im Moment? Ach, Spionin ist verletzt worden wahrscheinlich, ne? Deshalb kriege ich da auch kein anderes Feedback mehr hin. So, die Herakleien, der können wir mal einen neuen Namen geben. Nämlich 17.000 Abos! Wer es nicht mitbekommen hat, letztens war es... Also ich poste das bei Facebook ja immer rein als Schritt. Da nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank dafür. Für so viele Abonnenten. Das ist ja schon ein kleiner Start. Eine kleine Insel. Ja, so in etwa kann man das sehen.
Utanbaum, nein. Dich wollen wir jetzt gerade nicht bewegen. Ich denke, ich bin dann mit meinem Zug auch durch. Ich gehe nur kurz nochmal diplomatisch schauen, was wir noch haben. Also Ägypten. Ich werde euren Worten mit dem größten Respekt zuhören und euch die Antworten des ewigen Pharaos überbringen. Schutzbündnis ist nichts für die Sparta und so. Die wollen ja eh nicht. Die sind gerade auch ein bisschen abgeneigt gegen mich. Abkommen mit Athen. Sind die ein bisschen angepisst drauf. Tja, Athen oder Sparta, geht immer nur eins, ne? Euch die Türen und erwarte verträgliche Gespräche. Na, das Hauptproblem ist einfach, ich kann mit Sparta ja nicht handeln, weil die haben keine Hafenstadt. Da muss ich erst einen Landweg schaffen. Das wäre ja, wenn ich hier Thylis besiege. Da müsste ich eigentlich mit Sparta handeln können. So, aber erstmal Feierabend für diese Runde. Drei Städte eingenommen, beziehungsweise Antei und Odessos haben wir ja schon eingenommen. Pulpodeva haben wir jetzt die Schlacht eben gemacht. Gucken wir mal, was Thylis jetzt gegen uns vorhat. Gar nichts. Dieses dreiste Pakt muss zum Schweigen gebracht werden. Ich weiß, ihr wollt euch gegen die Kimmerer kämpfen, aber gerade echt nicht. Da oben ist noch von Thylis eine 20er-Stack-Armee. Und da ist unsere Spionin wieder da. Super Zeitpunkt übrigens. Da steht die Armee natürlich wieder perfekt, ne? Am besten geht... Ah. Feindliche Lager infiltriert und vergiftet. Sehr schön. Wie viel habt ihr Schaden angerichtet? Das lässt sich schon mal sehen. Da mit unserer anderen Spionin. Hat es auch geschafft. Da ist die Armee schon komplett zerstört fast. Dann verbessern wir auch. Vorräte vergiften plus 12% für alle Einheiten. Die Stadt umwandeln. Na, weg. Machen wir hier die Getreidegruben auch rein. Für Armeewiederaufstellung. Wie viele Städte haben die jetzt noch? Jetzt haben die nur noch hier vorne Navissos, ne? Natürlich jetzt die Frage. Ich erwarte eure Befehle. Bis ganz nach drüben komme ich natürlich nicht. Vor allem die erholen sich natürlich gerade auch ein bisschen noch. Machen wir mal das. 6% mehr Bewegung und dann erreiche ich den auch. Tja. Und wie ich diese Armee von Thylis niederschnetze, das beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Rome 2 Pergamon. Große Kampagne. Bis dahin, ciao, euer Doc.